Hallo Schneider. Na du? Hallo Pünktchen, meine hübsche Kleine. Oh, da ist jemand aber. Ist recht müde. Gut, schau mal weiter. So, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung, heute mal wieder. Ja, es gibt zwei Themen. Oder mehrere Themen innerhalb. Irgendetwas. Blablabla. Politisches. So wie Sperrmüll. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch ruhig bleibe. Und ich. Oh. Na gut, kommen wir erstmal zum Thema Nummer Uno. Es geht um Sicherungsautomaten. Ich habe hier so ein paar, die ich gestern ja, auf dem Sperrmüll gefunden habe. Ich dackel da mal kurz rüber. Plus den ganzen Sicherungsschrank-Dingsbums hier. Ja, die habe ich noch nicht getestet. Oh, ja, nun geht es auch schon los. Das ist wieder so ein Live. Ich schmeiß alles auf den Boden. ABB-Sicherungsautomat S261, das ist ein uralter. Das baugleiche Modell oder Nachfolgemodell ist der S201, so wie ich das jetzt heute herausgefunden habe. So, hier haben wir doch einen schönen alten Preis. Multi ist hier in Ostfriesland, ja, eine Drogeriekette, sag ich schon mal. Eine Kaufhaus, nicht Kaufhaus, sondern die hat Discounter, Kaufhauskette. Die halt alles Mögliche verkauft, so halt. Nur, also nicht Essenssachen, Essenssachen etc. Auf jeden Fall, ich bin schon vor, oh, das ist schon länger her jetzt, im YouTube mal drauf gestoßen, dass man diese Sicherungsautomaten auch mit Gleichstrom, also das dann auch auslösen. Ja, und da habe ich mir so ein paar Leute angeschaut, die es auch gezeigt haben, dass es funktioniert. Und es gibt ja viele Leute, die sagen so, nee, das geht nicht, weil wegen halt so, nee, tüdel nicht. Ich will euch mal beweisen, dass es auch funktioniert. Ich glaube, ich bin mittlerweile der dritte deutsche YouTuber, der das halt hier tüdelt und macht. So, ich will, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil wegen halt mit einer Hand filmen und, ja. So, wir haben jetzt meine Solarbatterie, die habe ich schon mal vorsorglich von den ganzen Systemen getrennt. Den schalten wir mal an. Das ist ein, ja, Sicherungsautomat für 16 Ampere. Na, gehst du da wohl rein? Ne, will er nicht. Mal gucken. Tja, oh, hat sich ein bisschen festgeschweißt. Aber wie ihr gesehen habt, ne, wir sehen ja, bei einer Starterbatterie er löst aus. Dazu muss ich sagen, das hat sich ein bisschen rumgebremst. Klar, die ist jetzt ein bisschen runter, die ist jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Ampere die hat, muss ich gleich mal gucken. Aber letztendlich hat ausgelöst. Nun muss ich aber dazu sagen, Achtung, Achtung ist natürlich, oder ein Wort der Warnung ist in diesem Aspekt angebracht. Diese Sicherungsautomaten sind natürlich logischerweise für, hauptsächlich für Gleichstrom, das schon mal, Wechselstrom gedacht. Aber in der Herstellerangabe bei dem ABB S201 oder 206, so wie heute das Modell ist, wird angegeben, dass er bis 72 Volt Gleichstrom funktioniert. Und zwar dort ist natürlich für einen Kurzschluss-Scheiß, ja, Kurzschluss-Scheiß. Also wenn es im Gleichstromkreis einen Kurzschluss gibt, dann funktioniert er. Jetzt muss ich aber dazu sagen, klar, es gibt ein Problem bei diesen Geräten. Bei Wechselstrom wissen wir ja halt, in der Sinuswelle, es kommt der Nullpunkt, 50 Hertz, wo er dann halt Nullpunkt kommt und bummst die. Das Problem gibt es beim Gleichstrom ja nur nicht. Da haben wir eine durchgehende Linie. Der Lichtbogen, der hier drin entsteht, bei Überlast, funktionieren die nicht oder werden nicht richtig funktionieren. Das heißt, hier drin entsteht ein Lichtbogen, deswegen brezelt durch. Ich würde erstmal so sagen, erstmal als Halbwissender, Bastelelektroniker, für Gleichstrom bis maximal 72 Volt sind die ABB zugelassen, vielleicht auch bis 60 Volt. Es gibt ja unterschiedliche Angaben. Schaut bitte im Datenblatt nach. Würden Sie auf jeden Fall beim Kurzschluss, bei Gleichstrom, werden Sie auslösen. Bei Überlast, wegen dem Lichtbogen, weil da im Durchgehen eben keine Nulllinie erzeugt werden, ist es einfach. Aber als Notschalter in der Solaranlage oder wenn halt ein Kurzschluss erzeugt wird, sind sie natürlich dafür zu gebrauchen. Aber ihr habt ja gerade live gesehen, wie es funktioniert. Es tüdelt auch. Ja, von den Gerätschaften habe ich jetzt, was heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 12 Stück. Davon sind 6 32 Ampere-Teile. So, das ist mal so viel dazu, zu den Sicherungsautomaten. Sie sind, wie gesagt, für Gleichstrom zu verwenden. Bitte schaut im Netz bei dem Hersteller nach.
in den Datenblatt, was mit den Gerätschaften möglich ist. Also, wo ich gerade dabei stehen geblieben bin, ich weiß, ich springe von einem Punkt zum anderen Punkt. Genau, Multi, unser Dingsbums, die haben damals, ich kenne das Dingsbums hier, sagen wir schnell den Farbcode, auch das Baujahr, also beziehungsweise das Jahr, aus dem die stammen, das heißt Anfang bis Mitte 90er Jahre. Das hat damals, der 16 Ampere Automat hat damals hier 9 Mark 89 Pfennige gekostet. Der 32 Ampere, die 32 Ampere Variante hat damals, ne, ihr seht's ja, 19 Mark und 98 Pfennige gekostet. Heutzutage sind das wieder doppelt so dreifach so teuer. So, jetzt mal zu einer anderen Thematik, wo ich heute wieder fast beim Ausflippen stand. Ich bin einmal, jo, ist Wochenende, ich fahre auch nicht mehr Auto. Ist mal Prost, ein Bierchen hier. Hab alles erledigt. Ich war heute beim Wertstoffhof, da ich jetzt ein paar Experimentalbatterien abgegeben habe, die ich nicht mehr retten konnte, die wo nicht mehr funktionieren. Auf jeden Fall habe ich meinen Elektronikmüll dem Recycling zugeführt, was nun wirklich komplett im Eimer ist. Ja, und dann war natürlich vor mir ein älteres Ehepaar. Was haben die weggeschmissen? Drei Tastaturen, davon ist eine Original Logitech gewesen, die original verpackt war. Diese wunderschöne Chicony-Tastatur aus den 90er Jahren konnte ich auch retten. Die hat ein geiles Tippgefühl. Dann noch eine, wie heißt es nochmal, die Firma Cherry, eine Cherry 3000, auch in beigefarben mit USB-Anschluss. Kommt drüben an meinem Hauptrechner ran. Lässt sich auch hammergeil tippen. Ja, die andere Tastatur habe ich schon eingelagert. Ach nee, die habe ich noch nie eingelagert. Dann dieses Logitech Boxen Sound System. Wurden ungefähr, ich habe jetzt leider den Namen nicht, auch nichts mehr drauf. Ich müsste mal einen anderen mal rausgraben. Ist auch Jack wie Hose. Mitteltöner und Tieftöner. Das habe ich mir damals selber 2003 gekauft. Haben einen sehr, sehr guten Klang. Ich werde wahrscheinlich immer danach nochmal recherchieren, was genau das für ein Modell ist. Ja, ne? Voll funktionsfähig. Ich habe das gleiche Modell nochmal liegen. Na, wo flitzen wir denn Hähnchen? Pünktchen? Ja, tipptopp. Diese Lautsprecher habe ich auch retten können. Genau. Haha. Da haben wir sie ja. Die original verpackte Tastatur. Mein Schnuckelmausi. Gibt es Mois als Katzen? Natürlich liebe ich alle Tiere auf diesem Planeten. Aber Katzen sind halt die favorisiertesten Tiere. So. Da haben wir sie. Das ist eine von Terra. Die K120. Wobei, aber dahinter steckt natürlich Logitech. Original verpackt. Das wollten die alten, das ältere Ehepaar halt wegschmeißen. Falls Sie mich auch mal YouTube mal sehen, Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Wobei ich den Herren, aber ich weiß nicht, da war ich ganz kurz davor, ruhig bleiben, weil wegen, ne? Ist ja, also ich möchte ja was. Dann guckte der. Die Dame war super nett, super lieb. Und sagt, ja, müssen Sie bitte meinen Mann fragen. So. Ich habe auch sehr ordentlich natürlich zuvorkommend gefragt, ob ich das bitte haben dürfte. Sehr lieb und nett gefragt. Die Dame war auch sehr, sehr, sehr lieb und zuvorkommend, wie halt eine Oma so ist, sag ich mal. Der Mann guckte mich an, musterte mich. Ich hatte das Berett eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht aufgehabt, da ich beim Autofahren keine Kopfbedeckung trage, weil bist immer von den Polizisten herausgezogen. Ja, das ist eine andere Geschichte. So, Fakt auf jeden Fall. Der ältere Herr musterte mich, Prösterchen an dieser Stelle, guckte mich an. Auf unserem Wertstoffhof mussten wir mit Maske und Handschuhe rein. Mittlerweile habe ich es akzeptiert, habe mich damit angepasst. Ist eine andere Geschichte, will ich auch nicht weiter darauf eingehen. Ich hatte eine Baustellenmaske, das war jetzt diese hier. Habe ich es im Auto liegen? Nee, ich habe sie hier liegen. Da habe ich sie liegen. Genau, ich habe diese mitgenommen. Letztendlich hatte der Typ auch irgendwo recht. Beim Ausatmen ist das Ventil auf und geht natürlich nicht raus. Das heißt, wenn ich Corona verseucht wäre oder wenn ich verseucht wäre, würde ich den Scheiß raushauen. Wie dem auch sei, er mich dann halt vollgequatscht. Sie wissen aber schon, dass diese Maske für Corona etc. nicht wirklich was bringt. Und er hatte diese billigen Arztmasken auf. Ich habe meine Schnauze gehalten. Hab einfach nur zustimmt genickt, hab ihn dann noch gefragt, hab ihn dann auch noch mal sehr lieb und sehr zurückhaltend gefragt, ob ich bitte diese Gerätschaften erhalten dürfte. Guckte mich noch mal sehr ernst an, musterte mich noch mal von oben bis unten. Ja, das können Sie ruhig mitnehmen. Innerlich denk so, du am liebsten würde ich dir Bing an am Nippel hauen. Einmal
schon ein bisschen auf den Nippel hauen. Naja, nicht wirklich, aber es war trotzdem lästig. So, jetzt noch zu einer anderen Geschichte. Auch gestern auf dem Sperrmüll, wie gesagt, mit den Sicherungsautomaten, habe ich auch eine ganz tolle alte Lampe gefunden. Das ist diese, die ist. Das ist so krass gewesen. Da ist eine LED vorher drin gewesen. Ich habe sie umgerüstet auf Original, da hier Halogen. Es gibt ein gesundes Licht. Sehr schöne Lampe, äußerst stabil gebaut. Made in Holland. Ah, das ist eine richtig vernünftige Lampe. Oh, warum die weggeschmissen worden ist, weiß ich sogar. Es war ein LED-Leuchtmittel da drin. Das LED-Leuchtmittel habe ich recherchiert, kostete auch wieder 5 Euro. Ich denke so, das kann einfach nicht wahr sein. Was heutzutage weggeschmissen wird von einigen Menschen, das ist. Ich könnte einfach nur noch ausrasten. Also innerlich, ich bin. Also. Sollte mich jemand auf dem Sperrmüll haufen, soll ich beim Sperrmüll da wie am Rumtüdeln sein? Und mich tüdelt einen an, so wie ist das denn? Sag ich so, und sie verdrecken die Umwelt, weil sie die verdammten Scheiße nicht mehr richtig vernünftig nutzen. Nach der Geschichte, was ich auf dem Sperrmüll gefunden habe. Kommen wir mal zu diesen Kollegen hier. Das ist ein sogenannter, ja, ich kenne halt nur die englischen Begriffe oder, nee, Quatsch, deutsche Begriffe. Alles in 1 PC. Der ist komplett, das ist komplett Mainboard, alles drin. Den Weser-Halterung muss ich nur selber von meinem Scheiß nehmen. Uah, stehen geblieben. Es ist die zweite Generation Ivy Bridge. Ist eine Celeron-CPU drin. Wird noch auf 4 GB RAM aufgerüstet. Und es hat einen berührungsempfindlichen Bildschirm. Ja, also das heißt, ich kann komplett die Windows- oder Linux-Oberfläche von Hand steuern. Total geil. Das einzige Problem, was war, das Ding wurde auch schon geöffnet, da war auch schon jemand dran. Die Festplatte war noch drin, das war eine 320 GB Western Digital der Blue-Serie. Western Digital ist eine gute Marke, kann ich auf jeden Fall als Festplatten empfehlen. Ja, und das Problem war, er bootete nicht. Aber er bootete oder sprang schon an. Die Power-LED, die Einschalt-LED, leuchtimitierende Diode ging an. Da ich so, Moment mal, das ist ja kein schlimmer Schaden, das System. Will ja hochfahren. So, aufgeschraubt. Man konnte natürlich Schrauben offen schon erkennen, dass er sich schon an anderen rumgedoktert hat. Ja, RAM raus und er reingeklickt. Bumm, sprang sofort an. Ich natürlich, klar, wie ich dann halt, wie so ein kleines Kind. Ja, geil, 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 geil. Fett. Und dann natürlich herausgefunden, Ivy Bridge der 2. Generation, Celeron CPU, die recht leistungsfähig ist. Nach 1998, den Celeron 300 Alpha. Die Dinger sind geil. Also für mir reicht das Teil, aber es ist trotzdem traurig, was weggeschmissen wird. Also ich kann es einfach nicht begreifen. Auch dachte ich heute so beim Wertstoffhof, wenn mich der alte Mann darauf gesagt, nö, die Sachen schmeißen Sie jetzt weg, die bekommen Sie nicht. Hätte ich ihn, glaube ich, wirklich dann ins Gesicht gesagt, wissen Sie was? Dann scheint das ja wohl, auch wenn es mir irgendwo innerlich wehgetan hätte, gegenüber meinen Großeltern, die wirklich sehr, sehr bedachte Menschen gewesen sind, beide Seiten, Mama und Papa Seite aus, hätte ich so zu ihm gesagt, dann muss es ja wohl stimmen, was im WDR gesagt haben, Sie sind eine Umweltsau. Aufgrund dessen, weil Sie intakte Gerätschaften einfach wegschmeißen. Nun, da würde ich immer sagen, so viel von meiner Stelle hier. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch trotzdem ein angenehmes Wochenende und macht das Beste draus. See you later, Alligator, und hau rein die Scheiße. Yeeha!